Hallo, da bin ich wieder. Ich mache jetzt was ich euch schon seit längerem versprochen habe. Oder wir zusammen. Und zwar Fotos gravieren. Und zwar mit dem Laser auf Holz. Es gibt da noch mehrere Möglichkeiten, auch auf Stein und auf Glas. Das klappt aber immer gleich. Die Schwierigkeit hierbei ist, wie man die Fotos so aufbereitet, dass die Gravur überhaupt erstmal gut aussieht mit dem Laser. Und das zeige ich euch jetzt. Geht und zwar bei Google oder bei YouTube eingibt Gravieren oder Graving und Holz, Stein, Glas, Laser Cutting. Da gibt es tausende von Videos, hauptsächlich von den Herstellern der Laser, die euch zeigen, wie cool die Geräte sind und was ihr alles damit machen könnt, aber die euch nicht erklären, wie man überhaupt diesen ganzen Prozess gestaltet, um zu einer vernünftigen Gravur zu kommen. Ja, und im ersten Schritt benutzen wir erstmal das in Adiworks integrierte Programm zur Aufbereitung dieser Bitmaps. Also ich sage im Folgenden noch Bitmaps, mein aber Fotos eurer Digitalkamera, von eurer Katze oder eurem Baby, eurer Familie oder aus dem Internet auch runtergeladen. Das ist mir egal. Und Adiworks hat da ein ganz schönes Plugin, wo man diese Bitmaps mit aufbereiten kann. Man kann da verschiedene Filter anwenden, man kann den Kontrast und die Schärfe ein bisschen regulieren, dann kann man das auf das Bild applizieren und dann gravieren. Die andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man das Foto vorher in Photoshop, der Name sagt, reinlädt, dort bearbeitet, eine Feinjustierung macht und es dann auf den Laser schmeißt und graviert. So, die letzte Möglichkeit, und das ist eigentlich die Kür der Gravur, ist die 3D-Gravur. Dafür braucht man aber ein Foto und ein 3D-Relief, was man aus dem Foto erstellen kann. Das geht mit kommerziellen Programmen recht gut, gibt aber auch Möglichkeiten, das ohne kommerzielle Programme zu machen. Ich zeige euch, wie das geht. Ich weiß nicht, ob das in dieses Video passt oder in das nächste oder übernächste. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir vernünftige Fotos aufbereiten und die gut aufs Holz gravieren. Ich erkläre euch das jetzt in Adiworks, da springen wir jetzt hin. In Adiworks ist der erste logische Schritt für eine Gravur, dass man das Bild importiert. Unbearbeitet in unserem Fall, wenn ich es im Photoshop schon modifiziert habe, dann die modifizierte Version. Das geht hier über den Import-Button. Den habe ich schon mal erklärt. Wenn ihr jetzt verschiedenste Sachen nicht nachvollziehen könnt, wie zum Beispiel gleich die Kopie von mehreren dieser Fotos, dann geht in die Grundlagen-Tutorials zurück, guckt euch das dort an und kommt hier wieder hin zurück. Es würde zu lange dauern, das jetzt alles nochmal von der Pike auf zu erklären. Also ich importiere ein Foto, ich habe schon eins vorbereitet, hier von Herr Johann Kepler, Ehre wem Ehre gebührt, ein Mathematiker und Astronom. Dann gibt es hier eine kleine Preview, die könnt ihr an- oder ausschalten. Und ihr seht hier die unterstützten Datentypen. Da sind alle die Datentypen drin, die importiert werden können. Also lasst euch da nicht lumpen. Zum Beispiel auch hier Vektorwege. Aber in dem Fall ist auch JPEG dabei und das können wir jetzt importieren und zwar über Open. Die erste Erkenntnis, die wir haben, ist, dass in den Layer-Parametern automatisch ein BMP auf die Layerfarbe appliziert wird. Das bedeutet, dass wenn ich die Layer-Parameter öffne, der Scan-Modus festgesetzt ist. Wenn ich jetzt das Foto markiere, seht ihr hier oben, dass das Bitmap-Handle so grün schraffiert hinterlegt ist. Seht ihr das? Und jetzt kann ich das Bitmap bearbeiten. Ich öffne das mal und dann sehe ich hier wiederum eine Preview. Und wie ist das Ganze aufgebaut? Ich habe hier Höhe und Weite in Pixel. Ich habe hier horizontale und vertikale Auflösung. 600 Pixel auf dem Inch hat mein Foto. Ich kann hier Brightness und Kontrast verstellen. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, und zwar, ich kann das hier zu dieser Preview applizieren und dann wird das durchgeführt, die Operation. Wenn ich jetzt OK mache, wird es automatisch zu der Grundquelle appliziert. Dann kann ich es aber nicht wieder zurücksetzen. Das heißt, ich kann jetzt hier 0,0 machen und wieder zu der Preview applizieren. Sobald ich, wie gesagt, Apply to Source, also es zur Quelle appliziere, habe ich keine Möglichkeit mehr, das nachher wieder zurückzusetzen. Okay, das Erste, was wir machen jetzt, wir machen eine Matrix-Copy von diesem mathematischen Genie, und zwar 7 Stück mit einem 1 mm Abstand in X. Das erste ist das normale Foto und für das zweite Foto machen wir jetzt mal Folgendes. Wir machen wieder den Bitmap-Handle auf und machen eine Invertierung dieses Fotos. Wir applizieren das jetzt und machen OK. Mit einem weiteren Klick in das Fenster haben wir eine Invertierung. Beim nächsten Foto kommen wir auch schon zu diesem Dithering-Filter. Dafür muss ich einfach diesen Dither-Haken hier setzen. Und ich sehe schon, Grayscale ist appliziert, weil es jetzt ein Grauwertbild ist. Und wir könnten hier zum Beispiel das Black and White machen. Das finde ich ein bisschen langweilig. Wir nehmen mal Sharpen. Dann wird das Bild ein bisschen geschärft. Ich mache mal OK
Und man würde vermuten, dass es keinen Effekt hat, aber wenn wir uns in der Preview mal diese Bilder vergleichen, das erste und das dritte, dann schaut mal hier so in dem Bereich des Bartes auf die Nuancen hier. Die sind hier viel feiner ausgearbeitet. Und es ist wirklich jedes Mal, der Laser geht an, der Laser geht aus, der Laser geht an. Und umso feiner das ausgearbeitet wird, umso feiner wird das Bild nachher. Im vierten Bild benutzen wir jetzt ein Bitmap-Handle und zwar die Dot-Graphic. Wir applizieren die. Das sieht dann so aus, damit bin ich zufrieden. Und wir haben eine Punktgrafik daraus erstellt. Im nächsten Bild machen wir auch noch eine Netzgrafik. Hier gilt, da steht manchmal ein Wert von 1. Der halbe Wert der Resolution ist für mich immer eine Orientierung. Das ist was ganz Schönes. Maximale Auflösung oder Frequenz wäre natürlich 600 Linien auf einen Inch, weil wir ja 600 Pixel haben. Ich appliziere das mal und das gibt wiederum einen kleinen anderen Effekt, wie man hier sehen kann. So, an diesem vorletzten Bild will ich euch noch zeigen, dass es keinen Effekt hat, wenn ich zum Beispiel den Layer ändere auf grün. Ich ziehe mir hier einen zweiten Layer rein und sage hier Power zwischen 10 und 50. Warum hat das keinen Effekt? Wenn ich mir das in der Simulation angucke, ich habe sowieso nur Informationen für den Laser, die Aussagen Laser an und Laser aus. Ich bräuchte Tiefeninformationen, um dem Laser zwischen 10 und 50% zu sagen, wie stark er denn gravieren soll. Und das geht nur mit Bildern, die Tiefeninformationen haben. Im letzten Bild, da können wir auch noch was ganz Interessantes machen. Da öffnen wir das Bitmap-Handle und dann können wir hier auf Get Outline gehen. Und ihr seht, AdiWorks versucht mehr oder minder gut Vektorwege hier reinzulegen. Wenn ich jetzt mache Okay, dann sind diese Vektorwege drin. Ich kann natürlich jetzt über die Helligkeit, über den Kontrast hier noch ein bisschen rumspielen. Man müsste das Bild in dem Fall dahinter einfach löschen und hat dann Vektorwege. So, das sind die schon sehr zahlreichen Möglichkeiten, die AdiWorks uns bietet. Das werde ich jetzt mal alles zusammenpacken und aufs Holz gravieren und dann gucken. So, die Bilder sind fertig. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zur Seite, dass wir ein bisschen Platz für die Bilder haben. Lass dich davon nicht irritieren und ich zeige euch gleich mal das erste. Das ist der erste Kepler. Den haben wir ganz normal gegraviert. Hier kann man auch sehr schön an den Konturen um das Gesicht herum sehen, dass der Laser entweder an oder aus ist, wie ich euch das vorhin schon erklärt habe. Dann gleich dazu nehmen wir den Kepler mit der variablen Laserstärke. Den baue ich mal jetzt irgendwie da drunter. Oh. So. Und da sehen wir doch, dass sich die beiden Fotos von der Gravur kaum unterscheiden. Also wenn Unterschiede da sind, dann bedingt des Holzes. Das könnt ihr übrigens auch nachgucken bei dem Laserkartenspiel. Dass bei gleichen Holzarten in der Charge bei verschiedenen Platten andere Gravurkontraste rauskommen. Ja, als zweite nehmen wir dann mal den geschärften Herr Kepler und vergleichen den mal mit dem ersten normalen Grauwertbild von dem Herr Kepler. Und da sehen wir genauso, wie ich mir das schon vorgestellt habe, dass man um den Bart herum kleinere, feinere Nuancen sieht, die ein bisschen diffiziler ausgraviert sind, was dem Ganzen ein Gefühl von ein bisschen mehr Kontrast gibt. Trotzdem sind beide Bilder, die wir gemacht haben, inklusive die invertierten Bilder, in diesem Stil alle nicht sinnvoll. Das heißt, so graviert man keine Fotos. Was aber sinnvoll ist, ist Stempel zu machen. Und das vor allem mit diesen invertierten hier. Denn Stempel brauchen ja ein recht hohes Profil, damit das, was gestempelt werden soll, sich ein bisschen abhebt von der anderen Fläche. Und dafür ist der invertierte Grauwertmodus einfach am besten. Stempelvideo wäre auch super, oder? Ja, und die Kür vom Ganzen, das habe ich ja auch schon angemerkt im Video, ist hier die Punktgrafik und die Netzgrafik. Die unterscheiden sich beide nicht so recht. Ich habe das Gefühl, die Punktgrafik sieht ein bisschen 3D-mäßiger aus, wenn man sich die anguckt. Das sieht ein bisschen cooler aus, dadurch, dass in der Netzgrafik so kleine Kreuze reingezogen sind. Das macht aber jetzt bei dem Herr Kepler hier irgendwie das Ganze ein bisschen rustikal, cooler, so ein bisschen antiker. Das sieht irgendwie smoother aus, das passt irgendwie mehr zu diesem Bildtyp. Ein anderes Bildtyp könnte wahrscheinlich da ganz anders wirken. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall immer die Punktgrafik. Ich fahre da super mit. Und zwar auf Glas, in Stein und auf Holz. Sieht immer geil aus. Ab und zu mal auch auf Leder, je nachdem welche Lederart. Das ist mein Tipp hierfür. Ja, und jetzt fahre ich direkt fort und wir machen das Gleiche, was wir jetzt gemacht haben in AdiWorks, nochmal in Photoshop.
Dort kann man nämlich auch Bilder von der Digitalkamera reinladen, sie dann in Grauwertbilder umkonvertieren und dann diese Dithering-Transformierung durchführen. Und das geht sogar noch ein bisschen besser im Photoshop, bloß Photoshop hat nicht jeder zur Verfügung und ich mache jetzt mein erstes Photoshop-Tutorial, davon gibt es tausende, aber kaum welche, die das behandeln. So, seht ihr das zum ersten Mal hier und fandet das cool, was ich gemacht habe? Folgt mir weiter, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!